spektakuläre Festnahme mitten im Wald. Sieht aus wie Hollywood, ist aber reale Polizeiarbeit mitten in Deutschland. Das Ende einer Verfolgungsjagd mit 160 Sachen. Am Mittwoch um 1.55 Uhr, also mitten in der Nacht, hatten Automatensprenger im nordrhein-westfälischen Kirspe dieses Chaos verursacht. Geborstene Schaufenster, Glassplitter, Fassadenteile. Die drei Täter hatten sich den Weg zu einem Geldautomaten freigesprengt. Es folgt eine filmreife Flucht im Audi RS3 mit Tempo 160 und der Polizei im Nacken. Als der Fluchtwagen über ein Nagelbrett rast, müssen die Automatenknacker zu Fuß weiter. Sie flüchten in den Wald, verstecken sich in der Dunkelheit. Doch der Polizeihubschrauber hat eine Wärmebildkamera an Bord und spürt sie auf. Aktuell wird umfangreiches Spuren- und Beweismaterial ausgewertet.